Also mittlerweile sind es sogar schon 423 Städte, also die Zahl der Aktionen wächst quasi stündlich an. Monsanto ist einfach der Branchenprimus, sag ich jetzt mal. Monsanto ist der Marktführer bei gentechnisch manipuliertem Saatgut. Er ist auch federführend eben an Entwicklung neuer Pflanzen beteiligt, eben meist mit dem Hinblick darauf, dass diese Pflanzen auch resistent gegen das firmeneigene Gift Roundup sind. Ja, versuchen sie einfach da massiv die Herrschaft über unsere Nahrungsmittel zu erlangen und das wollen wir ihnen einfach nicht gestatten. Vielleicht, wenn wir dieses Beispiel Monsanto rausgreifen, was machen denn die gentechnischen veränderten Pflanzen oder das gentechnisch veränderte Saatgut von Monsanto? Es macht eben im Grunde nicht viel. Also Versprechen gibt es seit 20 Jahren einfach ganz, ganz viele mit den Welthunger retten oder nein, eben den Welthunger besiegen oder ja, Ernteerträge steigern und alles Mögliche wurde uns versprochen. Nichts davon hat sich bislang bewahrheitet. Also die manipulierten Pflanzen, die derzeit auf dem Markt sind, die eben angebaut werden in einigen Ländern der Welt, können eben nur zweierlei. Zum einen produzieren sie selber ein Pflanzengift wie der BT-Mais-Mon 810, der ja auch in Europa angebaut wird. Der produziert eben in allen Pflanzenteilen dieses Gift und ist damit auch schädlich, nicht nur für den Maiszünsler, gegen den er eigentlich dieses Gift wirken soll, sondern eben auch gegen Nützlinge. Deswegen ist es in Deutschland derzeit nicht erlaubt, ihn anzubauen. Und die zweite Kategorie sind eben diese sogenannten Roundup-Ready-Pflanzen, also Pflanzen, die man unendlich oft mit Pestiziden besprühen kann, mit diesem Roundup oder dem Wirkstoff Glyphosat darin, und die bleiben einfach stehen. Alle anderen Pflanzen sterben ab, nur diese manipulierten Pflanzen überleben diese Giftdusche. Welche negativen Folgen hat denn das, wenn dieses Gift verwendet wird? Glyphosat hat massive Auswirkungen sowohl auf die Gesundheit von den Menschen, also es steht im Verdacht oder sehr begründet im Verdacht, eben Krebs auszulösen, für Fehlgeburten und Missbildungen verantwortlich zu sein, den Hormonhaushalt zu stören und auch für unendlich viele andere Krankheiten. Zudem ist es eben besonders schädlich für Amphibien, Insekten und die Bodenlebewesen und hat auch auf die Umwelt sehr große Auswirkungen. Vor allem, wir essen es einfach mit. Also man hat dieses Glyphosat auch schon im Blut und Urin von Menschen gefunden und das wird über die Nahrungskette eben aufgenommen und dadurch, dass es Krankheiten auslösen kann, muss man gar nicht selber mit dem Gift in Berührung kommen, sondern es reicht offensichtlich auch schon aus, besprühte Nahrungsmittel zu sich zu nehmen, um diesen Wirkstoff im Körper zu haben. Und was es dann dort anrichtet, kann man ja gar nicht so genau sagen. Also zu befürchten ist da schon einiges. Da frage ich mich natürlich, warum wird das nicht verboten? Ich war jetzt vor ein paar Monaten mal im Obi und war vollkommen überrascht. Da gibt es das auch zu kaufen. Es gibt es auch, also von den 75 Mitteln, die im Markt zu haben sind, sind 44 auch für den Hausgebrauch vorgesehen, die man einfach in jedem Baumarkt, in jedem Supermarkt fast kaufen kann. Verboten ist es nicht, weil der Hersteller oder der Erfinder, in dem Fall eben Monsanto, Studien eingereicht hat, die sie selber gemacht haben und aus denen soll man, also ich sage jetzt soll, weil man kann sie nicht wirklich nachprüfen, die sind nicht öffentlich, drinstehen, dass das ganz ungefährlich ist, dass es das quasi ein ganz harmloses Gift ist, was keine Auswirkungen auf Mensch und Umwelt hat. Und dem widersprechen eben sehr viele jüngere Studien von kritischen Wissenschaftlern, die eben zu völlig anderen Ergebnissen kommen. Jetzt waren wir so bei den gesundheitlichen Risiken, aber eine Zusammenarbeit mit Monsanto hat ja auch gravierende Auswirkungen für die Landwirte. Können Sie da ein bisschen was dazu erzählen? Also manipuliertes Saatgut und inzwischen leider auch konventionelles Saatgut. Also Monsanto ist eben federführend nicht nur beim genmanipulierten Saatgut, sondern auch bei herkömmlichem Saatgut. Damit wird einfach den Landwirten vorgegeben, was sie auszusehen haben, was sie zu ernten haben. Also unsere, die ganze biologische Vielfalt oder die agrobiologische Vielfalt wird massiv eingeschränkt und natürlich sind diese Pflanzen dann auch mit Patenten belegt.
und Patente heißt, dass der Landwirt das nicht einfach so nachbauen kann, nicht einfach die Ernte für die nächste Aussaat nutzen kann, sondern sie müssen jedes Jahr Lizenzgebühren dafür zahlen. Und wenn sie das nicht machen, stehen sie unter Umständen vor Gericht. Also Monsanto hat ja schon mit diversen Landwirten Gerichtsverfahren. Muss ich mir das so vorstellen, dass dann Monsanto seine Detektive ausschickt und die schauen bei den Feldern der Bauern nach, was da am Feld steht? Also in den USA oder Kanada, eben in den Ländern, wo viel angebaut wird, genmanipulierte Pflanzen, da ist das so. Also es gibt diese berüchtigte Monsanto-Polizei, die wirklich über die Felder ziehen und Proben nehmen und schauen, ob Landwirte womöglich ohne Lizenzgebühren zu zahlen genmanipuliertes Saatgut verwenden. Und wenn sie da was finden, was eben leider relativ häufig vorkommt, aber nicht, weil die Bauern das wissentlich eingesetzt haben oder betrügen wollen, sondern weil einfach durch Windverwehung, durch Pollenflug genmanipulierte Pollen in konventionelle Felder hineinfliegen und das wird dann sofort als Lizenzverletzung ausgelegt und der Landwirt landet garantiert vor Gericht. Könnte ich jetzt natürlich sagen, warum arbeiten denn Bauern überhaupt mit Monsanto zusammen? Mein Gott, ihr seid doch selber schuld, könnte ich denen doch an den Kopf werfen. Nee, es gibt in einigen Bereichen kaum noch Alternativen. Also in den USA hat man zum Beispiel vor 2 Jahren versucht, auf genmanipulierte Zuckerrüben zu verzichten. Da wollten die Landwirte herkömmliche Zuckerrüben anbauen. Es ist ihnen nicht gelungen, weil sie kein Saatgut bekommen haben. Also es wurde ihnen schlichtweg verweigert, herkömmliches Saatgut zu kaufen. Und da haben die Bauern sitzen dann am kürzeren Hebel, wenn einfach die Saatgutunternehmen bestimmen, was auf den Markt kommt und somit eben auch bis zu unserem Teller letzten Endes bestimmen, was wir essen dürfen und was wir eben nicht mehr essen können. Auf der Einladung zu der Kundgebung steht so ein bisschen reißerisch, oder ich habe das ein bisschen als reißerisch empfunden, wenn ich Ihnen jetzt aber zuhöre, muss ich das vielleicht doch anders sehen. Da steht jedenfalls, wenn die Entwicklung so weitergeht, werden diese Konzerne das Weltmonopol auf unsere Nahrung bekommen. Also würden Sie das dann auch so sehen? Das ist zumindest das Ziel, was diese Konzerne verfolgen. Also die Top 10 der Saatguthersteller beherrschen heute schon 74% des Saatgutweltmarktes. Und das sind eben Firmen wie Monsanto, Bayer, BASF, Syngenta, also keine klassischen Saatgutfirmen, sondern eigentlich Pestizidhersteller. Und da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis. Also diese Konzerne haben sich da eingekauft in das Saatgutgeschäft, weil sie eigentlich eben Düngermittel und Pestizide verkaufen möchten für die Landwirtschaft und so eben immer das Kombipaket anbieten können. Mhm. Also klar, wer das Saatgut beherrscht, beherrscht die Welt im Grunde. Also weil essen müssen wir alle. Also wenn wir keine Nahrungsmittel mehr haben, sind die Menschen nicht mehr überlebensfähig. Das heißt, irgendwann wird auch der Widerstand der Verbraucherinnen und der Verbraucher wirkungslos, weil es überhaupt keine Alternative mehr gibt. Das heißt aber auch, dass die Politik eigentlich einschreiten müsste. Wie könnte sowas passieren? Also gerade in der Patentgesetzgebung, also es ist eigentlich ja verboten, Lebewesen zu patentieren, aber unsere Bundesregierung hat da ja auch eine Resolution verfasst und wollte sich da einsetzen, aber ich meine, außer dieser Bekundung ist bis jetzt noch nichts passiert, was wir eben auch öfter anmahnen. Also nur den Willen zu zeigen reicht eben nicht aus, man muss auch handeln, man muss bestehende Gesetze einfach einfordern und für die Umsetzung sorgen. Zudem ist eben auch nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland, ja, sind die Behörden oder die regierungsnahen Behörden im Verdacht, oder nicht nur im Verdacht, bestätigt sich ja auch hin und wieder, dass die Mitarbeiter dort, die für Gesetze zuständig sind oder für Bewilligungen von Patenten und Pflanzen, einfach verflochten sind mit Monsanto und anderen Herstellern. Also wo man wirklich wechselt, wo Mitarbeiter von Monsanto in die Regierung in den USA zum Beispiel gewechselt haben oder dort in den zuständigen Schaltstellen sitzen. Und auch in Deutschland ist es eben so, dass im BVL oder BFR zum Beispiel Menschen zuständig sind für die Bewertung, Risikobewertung dieser genmanipulierten Pflanzen, die auch zeitgleich für die Industrie tätig sind. Und dann geschieht das einfach schnell, dass im Sinne der Industrie entschieden wird auf der politischen Ebene und nicht im Sinne der Verbraucher. Vielleicht zum Schluss noch, wer sind denn die Freunde von Monsanto in der Politik? Ich weiß gar nicht, ob es wirklich Freunde von Monsanto gibt, oder beziehungsweise ein Freund könnte zum Beispiel auch der amerikanische Präsident Obama sein, der kürzlich erst Gesetze erlassen hat, die
es Monsanto erlauben, egal wie gefährlich sich die Genpflanzen jemals herausstellen, sie dürfen in den USA nicht mehr verboten werden. Also so ein Gesetz ist da gerade erlassen worden. Vielleicht noch den Bogen zurück, jetzt waren wir in den USA, zurück nach Bayern. Wie ist es denn da die Situation, wenn ich jetzt auf, es gibt ja großen Widerstand bei den Landwirten in Bayern gegen Agrogentechnik. Bei der CSU weiß ich es nicht so genau, wie verhält die sich denn? Die ist ja eigentlich schon immer industrienah und industriefreundlich, aber sie wird natürlich auch getragen von den Landwirten. Ist sie da ein bisschen in der Zwickmühle? Ja, die CSU ist da schon in der Zwickmühle, das denke ich auch. Also im Grunde hat die CSU, glaube ich, nicht sehr viel gegen Gentechnik, würde das eher befürworten, hat sich aber seit einiger Zeit ganz klar gegen Gentechnik ausgesprochen, aber aus meiner Sicht nicht aus Überzeugung, sondern um die nächsten Wahlen wieder zu gewinnen. Also es ist in dem Fall natürlich zielführend, deswegen haben wir zurzeit auch keinen Anbau in Bayern. Das ist, begrüßen wir auch sehr, aber vielleicht gelingt es uns ja auch noch, die CSU zu überzeugen, dass sie mit vollem Herzen bei der Sache ist.